Herzlich willkommen zum 117. Teil zum Bau meiner Lego-Stadt. Wir werden heute als allererstes mal genau da weitermachen, wo wir letzte Folge aufgehört haben, und zwar hier hinten beim Hochhaus, um genau zu sein, in unserer Wellness-Oase, die hier oben drin ist. Da hatte ich euch ja nach Vorschlägen gefragt, was wir da hinten in die Ecke reinbauen können, wo im Moment noch nichts drin ist. Ja, und ich glaube, am sinnvollsten ist es doch da tatsächlich, wie ihr vorgeschlagen habt, um kleine Kabinen reinzubauen. Das gehört auch eigentlich in so einen Spa-Bereich rein. Das heißt, genau damit fange ich jetzt mal an. Wir verschwenden gar keine Zeit. Ich melde mich hinten aus der Ecke wieder und zeige mal, was ich dann so vorhab. Jetzt müssen wir natürlich mehrere Sachen hier als allererstes machen. Natürlich diese Fensterscheiben hier, die werden ausgebaut und wahrscheinlich auch wieder hier, wie wir das da unten gemacht haben, ja einfach aufgefüllt mit was Undurchsichtigem. Sind ja Umkleidekabinen, von daher muss das dann einfach so sein. Dann werde ich hier, das kann ich euch mal zeigen, diese undurchsichtigen Trennscheiben hier verwenden, die aber in diese Fensterrahmen reinsetzen. Also das sind einfach hier genau diese Teile, die wir hier überall in durchsichtig immer eingebaut haben, nur eben komplett in weiß. Ich glaube, das kann man super gut verwenden, um dann hier eben so die einzelnen Kabinen voneinander abzutrennen. Insgesamt werde ich wahrscheinlich hier zwei reinquetschen, mehr wird sich da einfach nicht ausgehen. Ja, und ansonsten schauen wir dann mal, wenn ich das jetzt fertig gebaut habe, was hier die Platzverhältnisse so hergeben. Ob wir vielleicht noch so eine kleine Saftbar hier reinbauen, das war auch noch so ein Vorschlag. Ich würde sagen, wir warten jetzt einfach mal ab, bauen die erste Geschichte und dann sehen wir ja eh weiter. Das hier wären jetzt die Umkleidekabinen. Ich habe jetzt hier vorübergehend nochmal diese Aufzugswand abgebaut, damit ich euch das einfach besser zeigen kann. Das sind jetzt die besten Türen, die ich da gehabt habe. Ich konnte natürlich einfach keine durchsichtigen Türen verwenden. Ist, glaube ich, recht logisch, warum. Ansonsten, das finde ich auch noch eigentlich ganz nett, wenn man hier so um die Ecke schaut. Passt mal auf, was man da erkennen kann. Hier, da ist tatsächlich einer, der sich gerade umzieht. Ich fand, das war auch eine ganz lustige Idee, dass wenn man hier um die Ecke schaut, dass man das dann erkennt. Hier das blaue Ding, was der in der Hand hat. Ich weiß nicht, wie gut das rauskommt. Das ist die Hose. Das ist hier noch zu erwähnen. Und ansonsten hatte ich mir jetzt dann doch überlegt, dass wir keine Saftbar dahin bauen. Ihr könnt es schon sehen, hier sind Pflanzen aufgestellt. Das hat einfach optisch viel besser hier reingepasst. Lockert das Ganze noch ein bisschen auf. Und so groß ist die Fläche hier auch nicht mehr, dass man da jetzt noch irgendwas zubauen könnte. Das heißt, jetzt werde ich nochmal hier den Aufzug fertig bauen. Werde, wie gesagt, dann die Wand dazu bauen, dass man auch nicht von dem Aufzug reinschauen kann in die Umkleidekabine. Ich glaube, das ist alles ganz naheliegend. Und dann hätten wir hier oben den Schwimmbereich auch schon abgeschlossen. Und das hier wäre dann eben die fertige Etage. Ich denke, den Platz haben wir jetzt echt gut ausgefüllt. Ist nicht zu voll gestellt, aber auch so, dass es jetzt nicht irgendwie leer wirkt. Das kann man, glaube ich, so lassen. Und ansonsten, das kommt leider auf der Kamera nicht so gut raus, weil einfach hier der vordere Bereich immer fokussiert wird. Aber der Ausblick aus dieser Etage ist echt klasse mit dem Rest der Lego-Stadt im hinteren Bereich. Ihr seht das ja nur so verschwommen hier in Ansätzen, aber in echt wirkt das echt nochmal eine Nummer besser. Hier, das ist auch noch so eine Kleinigkeit, die ich mal ansprechen möchte. Und zwar, deshalb baue ich das hier immer so, ja, bautechnisch nicht sinnvoll, weil ich einfach einmal Zweier habe. Die sind viel günstiger als einmal Vierer oder einmal Einser, mit dem man das dann so ein bisschen verstreben könnte. Ich werde immer wieder darauf angesprochen. Ich weiß natürlich, dass man das besser lösen könnte als diese instabilen Konstruktionen hier, aber ist einfach eine Sache des Geldsparens. Und das hier unten, wenn wir das hier mal kurz aufklappen, werde ich auch noch austauschen. Ich finde, hier wirkt es besser, wenn nochmal Dark Tan ist. Von innen ist es natürlich sehr monoton, aber aus den Innenbereichen der jeweiligen Stockwerke sieht das einfach besser aus, wenn hier Dark Tan ist. Es passt auch nicht wirklich hier rein, wenn man ganz ehrlich ist, in diesen Wellnessbereich, wenn dann hier dunkelbraun zu sehen wäre oder dieser normale Braunton. Und dann die letzte Sache, die ich jetzt noch machen werde, dann geht es auch schon weiter für dieses Update, aber der Klappmechanismus. Ihr könnt ja schon sehen, das wird immer schlimmer, je höher wir bauen, dass das Ding hier aufspringt. Hier unten habe ich schon einen so einen Hinge eingebaut, aber mittlerweile kann er das alleine auch nicht mehr reinhalten. Das heißt, jetzt werde ich schauen, dass ich hier nochmal einen so einen Hinge einbaue und da oben auch nochmal, sodass wir das so ein bisschen hier reingequetscht kriegen. Ansonsten, das Problem ist mittlerweile auch noch, dass das Ding hier einfach mittlerweile sich anfängt rauszubiegen. Dadurch, dass ich natürlich hier oben in diesem Aufzugsschachtbereich das Ding nicht von da nach da verbinden kann. Das macht das Ganze ein bisschen instabil im Moment. Jetzt würde ich sagen, habe ich mal wieder genug geredet. Ich werde mal schauen, dass ich hier noch die Hinges einbaue. Vielleicht verbessern wir das Ganze dann und ansonsten müssen wir einfach mal abwarten, dass wir dann die oberste Etage draufbauen und dann letzten Endes eine Etage draufsetzen, die alles verbindet und alles stabilisiert. Jetzt würde ich sagen, baue ich hier nochmal die Hinges ein und danach geht es dann auch schon weiter. Tja, und so kann man sich täuschen, das hier hat genau gar nichts gebracht. Es wird trotzdem aufgedrückt, auch wenn ich jetzt hier auf den verschiedenen Ebenen das gemacht habe. Ein bisschen hat es wohl verbessert, aber das Hauptproblem ist tatsächlich auch hier, ihr seht es schon, dieser Bereich, der einfach zu sehr sich rausdrückt. Ich werde jetzt eine letzte Sache dann probieren, das ist jetzt dann wirklich die letzte Sache, die wir heute am Hochhaus machen. Und zwar, ich werde versuchen, hier so einen Mechanismus zu machen, dass das Ding, kann ich das mal zeigen, hier über eine Noppen verbunden wird. Wenn man das hier so aufklemmt, hat man so ein bisschen die Möglichkeit, das raufzudrücken.
nachdem man hier über die ganzen 1x1er sehr viel Flexibilität drin hat. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Noppen rausstehend einbaue, könnte man das Ding hier so fixieren, dass es dann hier diesen Bereich zusammenhält. Letzter Versuch, das mache ich jetzt aber wirklich noch, weil das sonst auch mit wachsender Höhe, ein Stockwerk kommt ja auf jeden Fall hier dann noch drauf, einfach zu instabil wäre. Ich melde mich jetzt dann ein letztes Mal noch wieder und dann hoffe ich, dass das Ganze so funktioniert, wie ich es mir jetzt gerade hier vorstelle. 2,5 Stunden habe ich jetzt dann nochmal an einem komplett anderen Mechanismus gearbeitet. Mir war die Lösung mit den Hinges einfach nicht gut genug. Jetzt passt mal auf, wir haben einmal einen Greifarm hier eingebaut. Dann haben wir auf dieser schwenkbaren Wand das Konstrukt eingebaut. Das besteht, ich kann euch das hier nochmal im Detail zeigen, aus 2 von diesen 1x1er Bricks mit einer Stange dran. Die Teile habe ich sehr gerne bis jetzt aber immer nur als Deko-Element verwendet. Die haben natürlich aber, nachdem es Lego ist, genau diese Breite hier, dass man das hier einklemmen kann. Und jetzt, wenn wir das Ding hier zuschwenken, dann könnt ihr auch nochmal die Verschiebung sehen, die wir haben. Seht ihr, dass es eigentlich nicht hinkommt, weil nämlich diese Wand einfach zu weit nach außen mittlerweile gedrückt wird vom eigenen Gewicht. Das heißt, wir schieben das hier nach innen, so wie es eigentlich sein müsste, und klemmen das Ding hier dann ein. Ich würde sagen, besser geht es eigentlich fast gar nicht mehr. Hier unten könnt ihr sehen, wie das hier sich wieder weiter rauswölbt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt auf jeder einzelnen Etage so mache. Hier unten habe ich jetzt vorübergehend dann doch noch die Hinge-Lösung verwendet. Ich denke mal, überall die Teile wird dann ein bisschen zu schwer zu öffnen. Aber ich bin super zufrieden damit, habe jetzt natürlich auch wieder Ewigkeiten reingesteckt. Das ist dann natürlich umso zufriedenstellender, wenn man dann eine wirklich gute Lösung gefunden hat. Und ich denke, das haben wir jetzt geschafft. Und damit geht es jetzt zur Entspannung heute nochmal ans andere Ende der Stadt, zurück zu unserem Berg da hinten. Da hatten wir vor 2 Folgen das Adlernetz gebaut, aber noch nicht eingebaut in den Fels. Und ich würde sagen, genau das machen wir jetzt. Ich melde mich da hinten wieder, zeige euch, was wir vorhaben. Und dann bauen wir einfach mal eine Runde am Berg weiter. Hier oben ist das Nest. Es ist jetzt zwar aus dieser Perspektive schon fast eingebaut, aber wenn wir weiter rumgehen, ganz kurz nochmal zur Erinnerung, hier unten war ja diese Lücke, die hat uns allen nicht gefallen. Das heißt, wir werden jetzt da so einen Felsvorsprung reinbauen, wo dann eben dieses Adlernest aufliegt. Und ich würde sagen, genau das machen wir jetzt. Ich erzähle gar nicht mehr lang weiter. Das habe ich ja heute schon genug gemacht. Und ich melde mich dann mit so einem kleinen Felsvorsprung wieder und schaue einfach jetzt mal, wie ich das Ding da in den Fels einbauen kann. Das erste Zwischenupdate hier hinten aus der Ecke beim Berg. Ich habe jetzt angefangen, hier, das könnt ihr sehen, da diese Plattform zu erschaffen, wo dann genau maßgeschneidert sozusagen hier das Adlernest rein kann. Ansonsten, das ist jetzt auch extremst wichtig, dass ich den ganzen Bereich nach hier hinten erweitere. Dazu ist da hier diese weiße Fläche, die ich da vorbereite. Das wird natürlich alles gleich noch mit weiteren Felsen überbaut. Und an sich, das ist dann von weiter unten aus der vorderen Perspektive, hier diese ganze Lücke, die da unten davor zu sehen war, die ist jetzt aufgefüllt. Das heißt, das sieht jetzt auch schon besser aus, wenn da jetzt schon mal so zum Test sozusagen das Adlernest drin liegt. Ich würde sagen, ich baue es nochmal ein bisschen weiter. Schau, dass ich vor allem hier hinten rum diesen Bereich zugebaut bekomme, damit das da so ein bisschen eingekesselt ist und so ein klein wenig geschützt ist, das Adlernest. Ja, und dann melde ich mich damit dann gleich wieder. Die Ecke für unser Adlernest wäre jetzt fertig gebaut. Ich habe jetzt alles hier noch Flatholz unten drunter gesetzt. Darauf wird jetzt dann auch das Adlernest gelegt. Hier hintenrum dieser Bereich, den ich jetzt noch eingebaut habe, der hat gleichzeitig den Vorteil gehabt, dass der Berg noch einiges an Stabilität dazu gewonnen hat. Ich würde sagen, ich mache das jetzt hier mit euch gemeinsam. Wir setzen da unser Adlernest rein. Seht schon, das liegt da eigentlich perfekt drin. Und wenn wir jetzt hier noch ein paar Schritte weiter weggehen, das mache ich gleich, weil ich eben auf der Leiter hier gerade draufstehe, dann dürfte das eigentlich alles soweit funktionieren und gut aussehen. Ich werde jetzt vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten machen, zum Beispiel, dass ich einmal 1er Studs reinlege in weiß, die dann eben hier solche Eier darstellen könnten, die im Nest gerade sind. Keine Ahnung, ob die dann unbewacht zwischendurch auch da wären oder ob das eigentlich nicht realistisch ist. Aber da hätten wir jetzt zumindest schon mal ein Nest gebaut. Das hält da echt solide drin, passt da super rein. Das zeige ich jetzt auch nochmal von weiter weg. Das hier wäre dann eben nochmal das Adlernest von weiter weg, was uns davor so gestört hat. Dieser freie Bereich, der unten drunter war, das ist jetzt überhaupt nicht mehr der Fall. Also hier aus allen Perspektiven denke ich, das sieht super aus, das können wir so lassen. Die Eier werde ich, glaube ich, echt noch einlegen, außer ihr habt da wieder Einwände gegen in den Kommentaren. Müssen wir mal schauen. Ich würde sagen, damit hätten wir jetzt eigentlich diese Update-Folge abgeschlossen, womit es nächste Folge dann direkt weitergeht. Kann ich euch schon mal hier verraten. Ich möchte unbedingt an der Zugstrecke weiterarbeiten und insbesondere mal dafür sorgen, dass hier gescheite Signale hinkommen. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, wo überall die hier verteilt werden müssen, aber wir werden einfach mal so regelmäßig, hätte ich gesagt, auf der Zugstrecke ein paar Signale verteilen. Die werden natürlich alle selbst gebaut, das werde ich dann alles in Ruhe nächste Folge mit euch besprechen und zeigen. In diesem Sinne hätten wir jetzt das Ende der Update-Folge erreicht. Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, dann macht das doch sehr, sehr gerne, um keine weiteren Updates mehr zu verpassen. Und dann sage ich jetzt wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!